Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteelTrader Helpdesk Fragen und Antworten und selbstverständlich an der Stelle mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich, dass Sie heute wieder live dabei sind, denn das Webinar ist ja für Sie gedacht. Das heißt, nutzen Sie auch die Gelegenheit, wenn Sie schon da sind, dem Dirk direkt mit der Chat-Funktion auch Ihre Fragen zu stellen. Können Sie selbstverständlich auch schon jetzt reinschreiben. Wir müssen uns aber trotzdem den Risikohinweis nochmal anschauen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, gut. Dann, Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Hoffe natürlich, dass viele Fragen gleich reinkommen. Vielleicht hast du ja auch schon was mitgebracht und wünsche natürlich viel Spaß. Nö, ich habe gar nichts mitgebracht. Ich dachte, du machst das. So, ich habe tatsächlich dieses Mal keine Fragen bekommen vorab. Das ist doch gut, dann sind wir heute auch schnell fertig. Jetzt will er mir hier nicht zeigen. Ah, doch, welcher Bildschirm. Jetzt haben wir ihn aber. So, da ist er doch. So, ja, ne, ist da. So, dann erstmal hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite aus Köln. Heute muss die große Kamera hier mal kurz ausfallen. Aber wir sehen uns ja morgen früh wieder. Dann werde ich mich auch extra frisch machen. Dann haben wir noch die kleine Kamera. Nee, hallo und herzlich willkommen hier zum Helpdesk-Webinar. Das heißt, wie der Nelson ja schon gesagt hat, ist ja unsere Veranstaltung, in der wir halt immer ganz nett eben dann halt auch live hier eben auf Fragen eingehen können. Und das heißt, einfach einen Chat posten und dann versuche ich das so gut wie möglich zu beantworten. So, der Andreas ist ja auch da, ne? Habe ich ja gerade gesehen. Dem habe ich vorhin nämlich auch gesagt, er soll mal hier vorbeikommen. Genau wegen der Uhrzeit. Ich gucke mal hier so ein bisschen drüber, sammle mir erstmal ein bisschen. Und ich gehe währenddessen hier mal auf mein anderes Bild. Das ist genau der Short, den ich vorhin eigentlich gesucht habe. Jetzt bin ich aber hier leider auf dem Demo-Account. Und das war die fehlende Bewegung noch vorhin. Ich habe nämlich gerade gesagt, ich habe mich vorhin kurz mal über den DAO geärgert, weil er da unten so rumgegeistert ist. Das heißt, das wird jetzt ein sehr teures Webinar, weil jetzt muss ich der Sache hier zugucken, wie die jetzt wahrscheinlich nämlich noch 120 Punkte nach Süden läuft. Das tut weh. Ja, das tut weh. Weh tut es nicht. Es war nur teuer, den Trade zu früh zu machen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber so ist das halt. Irgendwie gestern noch irgendwie jemand erzählt, ich habe irgendwie die letzten 4 Wochen einen einzigen Verlusttag hingelegt auf dem Hauptkonto und papp, haben wir direkt den nächsten. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade, wenn es dann halt so läuft. Aber gehört ja leider Gottes dazu. Also, der Lutz, ich habe keine Frage von dir hier im Zugriff, Lutz. Die müsstest du vielleicht irgendwie nochmal kurz reinstellen. Ist mein Mikro laut genug? Irgendwie nicht, ne? So ist besser, oder? So. Ich fand es vorher besser. Ja, okay. Ja. So, so ist also es ist auf jeden Fall sauberer gepegelt. Gut, dann fange ich mal an mit dem Andreas. Genau. Also, wenn die Uhrzeit rot ist, ne? Also hier oben haben wir ja im SteelTrader, aus kann ich hier meine schicke Geschichte wieder auspacken. Ich habe aber schon ganz vergessen, wie das funktioniert. Ist ja nicht so schlimm. Also hier oben haben wir ja die Uhrzeit, ne, da so. Und das ist nicht nur, klar, es ist einerseits die Anzeige für die Uhr natürlich, aber eben andererseits zeigt die aber eben auch, ob die ganzen Einstellungen, die man hat, ob die halt überhaupt passen können. Und weil halt Fibos, also Vortages-Fibos, Pivotpunkte und so weiter, auch das Volumen und alles Mögliche wird ja halt entsprechend mit der Zeit synchronisiert und deswegen ist halt wichtig, dass das stimmt. Normalerweise, wenn man den SteelTrader installiert zum ersten Mal und den zum ersten Mal aufruft, kalibriert sich die Uhr eigentlich selber. Das dauert dann irgendwie so eine Minute, wenn man da halt in der Zeit nichts macht. Und dann switcht die irgendwann in der Regel, wenn natürlich halt, wenn es zu normalen Zeiten ist, also wenn eben auch der Server vom Broker entsprechend online ist. Und dann synchronisiert die sich von selbst, wenn man das unterbricht, also zwischendurch
hier draufklickt und dann eben ins Setup geht. Und dann kann es sein, dass der Prozess unterbrochen wird und dann bleibt die Uhr rot und dann muss man die manuell einstellen. Das ist aber total einfach. Man geht hier einfach, also wie ich schon gezeigt habe, ne, hier auf Setup, also ganz normal einmal klicken hier auf das Logo und dann halt hier bei Symbol. Und dort stehen halt eben auch solche Geschichten wie hier die lokale GMT-Zeit, die vom Server und so weiter und so fort. Und das kann man aber halt den halt rausfinden lassen, indem man einfach auf Calibrate halt klickt oder kalibrieren nach halt entsprechender deutschen Version. Und dann switcht die Uhr hier eigentlich sofort dann auch entsprechend auf schwarz-weiß und ist dann nicht mehr rot. Lutz, ich kann hier nicht in den Messenger schauen. Dann würden nämlich alle mitschauen. Deswegen ist das ganz schlecht, wenn ich jetzt hier Facebook aufmache. Das ist nicht so gut. So, also, und wenn, also wenn das halt so ist, ne, dass halt hier entsprechend die Uhr erstmal weiß ist und ich weiß ja, wo du dein Konto hast, Andreas, und ich sage dir, wenn du auf bei dem Broker die Pivots berechnest, stimmen die nicht hinten und nicht vorne. Und weil du ja gerade meinst, irgendwie die Pivots stimmen nicht. Doch, die stimmen, die Pivots im Stereotrader allerdings nur. Aber nicht, wenn man einen normalen Indikator drauflegt. Das liegt einfach daran, weil die Pivotpunkte ja nach den Tageskerzen berechnet werden. Und sobald ein Broker dann halt irgendwie eine Abweichung hat in der Darstellung beziehungsweise in der Berechnung vom Tag, und ich weiß, dass das bei deinem der Fall ist, und dann stimmt das schon mal von vornherein überhaupt nicht mehr. Und weil die halt, musst du mal genau hingucken, soweit ich weiß, in fast allen Symbolen sind die um eine Stunde verschoben. Und das ist halt das Problem. Und was der Stereotrader halt macht, ist, wenn du halt hier bei Symbol, also wie gesagt, die Uhr kalibrieren, ist halt die eine Geschichte. Und dann kannst du hier halt ja noch die Handelszeiten einstellen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel im DAO 8 Uhr bis 23 Uhr, dann geht der Stereotrader hin und ignoriert auch die ganze Zeit drumherum, ne? So könnte ich halt hier als Beispiel auch sagen, gut, meine Handelszeit ist 15.30 Uhr bis eben 22.15 Uhr. Und dann würde Folgendes passieren. Man sieht, das Volumen hat sich hier verschoben, weil nämlich dann halt alles außerhalb der Kassazeit ist dann ausgeblendet. Und das heißt dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel Pivotpunkte berechnen lässt, liegen die wo ganz anders, weil die sind dann nur auf den Kassamarkt gerechnet, ne? Und entsprechend, wenn ich halt hier jetzt aber die Future-Zeit komplett einstelle, also 0 Uhr bis 23 Uhr, und dann wird entsprechend, sieht man, die Pivotpunkte verschieben sich und dann liegen die halt genau in der Handelszeit von dem Future. Und wie gesagt, ich weiß, das funktioniert halt mit keinem normalen Pivot-Indikator, funktioniert halt so nicht, ne? Deswegen, also wenn die Zeiten nicht stimmen, wenn die nicht synchron sind, passt das halt alles nicht. Ja, so, krieg's auch hier gerade bestätigt, weil das ist halt, weil Pivot berechnet, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig die Berechnung, ich habe sie zwar da eingebaut, aber auf jeden Fall hängt der Schlusskurs mit drin. Und wenn der natürlich von einer anderen Zeit stammt oder einfach nur von der Tageskerze entnommen wird, dann kommt da halt irgendwas Komisches bei raus. Aber es ist halt keine Raketenwissenschaft mit den Pivots, also so wirklich verrechnen kann man sich da nicht. Man kann halt eben nur die falschen Werte zugrunde legen. Ja, also hier schreibt auch jemand, dass die Pivots vom Stereotrader auch mit anderen Softwareprodukten halt entsprechend übereinstimmt. Also mit den Zeiten Day Low und so weiter, klar, ne? Also je nachdem, wie die eingestellt sind, ich habe ja dann hier auch im in dem Chart-Panel, das ist das Ding hier, ne? Dort kann ich ja, ich mache den jetzt erstmal zu, der irritiert mich hier nur. Im Chart-Panel kann ich ja halt auch die Intraday-High-Lows und so weiter, kann ich ja auch automatisch anzeigen lassen, Vortages-High-Lows, dann halt Intraday-Pivots, Entschuldigung, Fibos, Vortages-Fibos. Und das geht halt auch alles immer nach der Zeit, die halt hier eingestellt ist, ne? Sobald ich hier die Zeit ändere, die Profilzeit, wandert halt nicht nur hier, also hier sieht man es halt am deutlichsten, ne? Hier bei der Volumenglocke, wenn ich jetzt hier eine andere Zeit eingebe, dann wandert die natürlich, weil dann da die Berechnung vom Tag erst anfängt, aber eben auch Tageshoch, Tief und wie gesagt, alles andere wandert dann halt mit, ne?
Ist natürlich dann wesentlich einfacher, als jetzt irgendwie im Chart da anzufangen zu suchen. Vor allen Dingen, weil man ja halt immer, egal wo man ist, hat man ja immer hier, da ist ja nicht bei 8 Uhr, ist ja nicht 8 Uhr, sondern da steht dann entweder 9 Uhr oder 7 Uhr. Und das kann man sich dann halt alles sparen. Das geht dann damit wesentlich einfacher. So, dann gucke ich mal hier weiter. Also, ist das soweit okay, Andreas? Ja, das ist halt schon ein Feature. Das ist auch erst seit der 2.5, glaube ich, so drin, komplett in der Form. Aber halt schon nicht ganz unwichtig, ne? Weil man halt irgendwie, ich sehe es ja halt auch immer irgendwie im Chat, in der Facebook-Gruppe oder so, wo es dann heißt, ja, der Pivot ist da und da. Nee, der ist meistens dann halt nicht da, ne? Und weil halt eben, wie gesagt, mit den Standardindikatoren, das funktioniert so ohne weiteres nicht. Okay. Also, gibt es die, Moment, ich muss hier zwischendurch mal ein bisschen von mich laut mitlesen. Gibt es eine Möglichkeit, wie man den Abstand in die Einstellungen vom Grid ohne ins Setup? Abstand vom Grid? Welches Grid ist denn gemeint? Ist es das hier? Also was der MetaTrader? Kann man das überhaupt einstellen? Ich benutze das ehrlich gesagt nie, ne? Da vielleicht noch mal Antonio noch mal kurz irgendwie noch mal genauer beschreiben. Nelson, weißt du das? Kann man das Grid hier verstellen? Vom MetaTrader, Ja. das wüsste ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich wüsste es nicht, dass man das verstehen kann. Aber lerne gerne dazu. Nee, weil was der StereoTrader halt macht, ne, das ist halt die Einstellung speichern, ob das Grid irgendwie da ist oder nicht. Also zumindest mal, wenn man halt hier im Setup bei Layout, wenn dort halt das Chart-Thema auf Custom steht, dann auf jeden Fall. Und ansonsten aber glaube ich auch, da wird eigentlich alles Mögliche immer gespeichert, sobald man den Chart zumacht. Und sobald natürlich der StereoTrader auch in der Lage ist, den Chart zuzuordnen. So, da kommt aber irgendwie leider nichts nach von dem Antonio. Also ich. Nicht, dass die Grid Orders gemeint ist, aber das müsste der Teilnehmer nochmal bestätigen. Ja. So. Der Lutz spricht ein wenig in Rätseln. Lutz, mach mal einen ganzen Satz, bitte. Damit ich das auch verstehe, was die Frage ist, weil ich muss mir das hier so irgendwie zwischen den ganzen anderen Fragen da zusammensuchen und komme da irgendwie nicht gerade so wirklich klar. Genau darum ging es vor der Uhrzeit. Das Chart Shifting MT. Wie geht das? Also, wie gesagt, tut mir leid, ich kann dir da leider gerade nicht wirklich folgen. Es gibt eben übrigens, die Tage kommt noch mal. Lutz, ich habe heute ganz viel gesagt. Also, mal Also der ganz kurz erstmal den Antonio. Die Grid Order. Also, ich versuche mal zu folgen, ne? Also, es gibt ja einmal halt hier die strategische Order. Ne? Dort habe ich ja halt verschiedene Presets, wo ich ja dann halt, wo sich die Abstände dann halt, wie jetzt hier über die ATR, dann halt entsprechend verteilen. So, das heißt, das ist ja in den Presets selber halt hinterlegt. So, jetzt ist die Frage, ist das gemeint oder ist, weil die andere Variante, es gibt ja mehrere Varianten hier von Grid Orders, also das ist halt einmal die halt auf den Presets variiert. Dann habe ich ja genauso die Möglichkeit, dann habe ich ja die Möglichkeit, ein Grid manuell zu setzen, also so zum Beispiel. Ne? Und diesen Abstand ging es vielleicht ein bisschen schnell. Also, wer jetzt irgendwie sich denkt, wie ging das denn jetzt plötzlich so flott? Ganz einfach, man setzt eine Order, als Beispiel jetzt hier eine Sell Limit über den Kurs und dann gehe ich mit STRG bzw. Control Click
da oben halt irgendwo rein. Und dann sucht sich der Stereo Trader halt die Order darunter und macht das Ding dann halt entsprechend voll. Und zwar mit Orders in gleicher Größenordnung. Soweit ist hier eingestellt, ist bei Terminal. Dort kann ich halt einstellen, hier Grid Orders. Ja. Ich hoffe, das ist alles groß genug. Soll ich mal hier eine Nummer größer machen? Weil ich habe ganz vergessen hier, dass Ja, ich auf dem eventuell. Aber der Okay. Teilnehmer schreibt auch, das war gemeint, diese manuelle Setzung der Ja. Orders. Aber die müsste der doch eigentlich speichern, die Order-Distanz. Also sobald ich das halt hier irgendwie jetzt als Beispiel auf 10 stelle, wenn nicht, dann ist das halt einfach tatsächlich nur eine, ich nenne es mal Feature, was dann halt irgendwie nachgeholt werden muss. Aber bin mir eigentlich sicher, dass das gespeichert wird. Kann ja mal versuchen. Also erstmal so, soll es ja dann stimmen, soll ich einen Abstand von 10 halt entsprechend haben. Ja. Mache ich den Chart mal zu, beziehungsweise stelle mal kurz die Größe um. Ich mache mal ein bisschen größer den Schirm. So. Mal gucken, wenn das nicht geht, dann muss es halt einfach nur nachgebessert werden. Ne, da steht es doch 10. Also ist auf jeden Fall gespeichert worden. Genau, STRG und Klick auf den Strip. Genau. Ja, also wird gespeichert. Von daher sollte das eigentlich gehen. Was ich gerade noch irgendwie aufgreifen wollte, wenn man, also für alle die Benutzer von den 4K-Monitoren, ne, also hier mit entsprechend hoher Auflösung, da gibt es jetzt diese Woche, kommt nochmal ein Update. Und weil das ist halt leider, sind da, habe ich halt gesehen, ich habe das selber tatsächlich nie benutzt, deswegen war mir das gar nicht so bewusst, halt ein paar Sachen nicht richtig dargestellt. Das wird aber jetzt behoben, beziehungsweise das ist schon behoben und die Beta-Version kann man übrigens schon downloaden. Also alle, die Zugriff auf die Beta haben, können das gerne machen. Dort ist das schon komplett implementiert. Also die komplette Unterstützung von 4K. Da sieht man halt zum Beispiel, dass halt hier der Titel ist verschoben. Die Orders sehen mitunter ein bisschen merkwürdig aus, hängen zu nah am Panel hier dran und so. Und das ist halt da alles schon erledigt. Und wenn da halt nichts mehr zurückkommt aus der Beta und dann geht das nämlich dann auch irgendwie morgen oder übermorgen dann auch online. Das nun mal gerade so zwischendurch. So, gibt es noch eine Möglichkeit, Stop-Level? Kann ich jetzt gerade auch nicht zuordnen, die Frage. Die kommt vom Horst Jürgen. Vielleicht magst du das auch noch mal irgendwie. Ah, Moment, da kommt schon was. Gibt es noch eine Stop-Möglichkeit? Ach so. Okay, also der Stereo Trader geht, sobald der Stereo Trader, also Moment, andersrum. Also hier wird gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Stop Level und so weiter. Also damit ist der Stop Loss vermutlich gemeint, außerhalb vom Stereo Trader zu ändern, zum Beispiel vom Smartphone, ohne Auto Trading im Stereo Trader zu aktivieren. Also folgendes: Sobald ich halt natürlich hier auf dem Computer den Stereo Trader eingeschaltet habe und dann zum Beispiel halt jetzt hier Stop Loss und Take Profit dann halt eingestellt habe und dann fängt der Stereo Trader, solange der aktiv ist, ja alles ab. Das heißt, wenn ich am Handy jetzt einen Trade aufmache und ohne Stop, ohne Take Profit oder auch mit Stop, mit Take Profit, das ist dem Stereo Trader dann alles egal, der schnappt sich dann halt die Position, die findet er ja dann halt von selbst. Und guckt, was hat er hier, was ist hier eingestellt? 10, 20, löscht dann also quasi die Einstellung, die ich am Handy gemacht habe und ersetzt die durch das, was hier drin steht. Insofern ist es natürlich richtig, weil das ist ja auch sein Job, auf die Position ja halt auch aufzupassen und das, was halt eben im Panel eingestellt ist, auch einzuschalten. Das heißt, ich könnte dann auch, wenn man das möchte, ja, halt hier immer einen Trading Stop irgendwie reingeben und kann dann halt irgendwie, wenn es mir dann Freude bereitet, dann halt irgendwie beim Mittagessen, dann halt auch skypen. Erfahrungsgemäß kann ich ja bestätigen, das ist meistens keine gute Idee. Aber generell funktioniert es halt, ja. Das heißt, da kann man sich ja halt drauf verlassen, der Stereo Trader greift da ein
und sichere die Position entsprechend sofort ab. Oder halt auch Auto-Exit und so weiter, alles, was da eingestellt ist. Wenn ich zum Beispiel halt hier dann sage, ich bin halt raus um 20 Uhr, Entschuldigung, hier wäre der Exit, wenn ich bin halt raus um 20 Uhr und alles, was hier eingestellt ist, ja, egal wo die Order halt herkommt, beziehungsweise die Position wird entsprechend angewendet. Und die Frage war jetzt halt, ob man das ändern kann außerhalb vom Stereo Trader, ohne halt Auto Trading zu deaktivieren. Das heißt, ich müsste halt, also mit Stereo Trader Alarm zu legen, müsste ich hier tatsächlich Auto Trading ausschalten. Ja. Und das heißt, dann kann der natürlich nicht mehr eingreifen. Die andere Möglichkeit ist aber die, wenn man jetzt zum Beispiel, also ändern kann ich eine Position vom Stereo Trader außerhalb des Stereo Trader nicht, solange der Stereo Trader aktiv ist. Ja, klar, weil dann würde das Ganze ja irgendwie halt, muss gerade überlegen, ob das stimmt, was ich sage. Also, wenn ich im Stereo Future Modus unterwegs bin, geht es nicht. Wenn ich aber im Single Hedge Modus unterwegs bin, habe ich tatsächlich nie versucht, dort müsste es aber gehen wiederum. Zur Erklärung nochmal kurz, für die, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Stereo Future ist der Standardmodus, das heißt, da werden alle Teilpositionen zusammengefasst. Das heißt, wenn ich jetzt hier an da halt, ich mache mal kurz Stop-Loss, Take-Profit, mache ich mal aus. Wenn ich aber jetzt hier als Beispiel an einer Stelle eine Position habe, dann steht er natürlich hier still. So, ich mache noch eine auf. Ach komm, wenigstens mal zwei Punkte hier. So, ne? Dann fasst der Stereo Trader die ja zusammen. Ne, sondern der managt dann nicht dann Einzelpositionen, sondern fasst es zusammen, zieht den Break-Even und sobald ich dann das hier Stop-Loss, Take-Profit und so weiter setze, wirkt sich das immer auf alle drei Positionen aus. So, Moment, kurz zeigen. Ne, hier unten habe ich dann zwar drei Positionen drin, aber im Stereo-Trader wird nur eine angezeigt. Und sobald ich den Stop-Loss ändere oder Take-Profit, gilt das dann halt immer entsprechend für alle drei Positionen, weil ich ja so halt auch ganz bequem den ganzen Trade managen kann und natürlich auch Teilverkäufe einfach machen kann, indem ich halt hier oben wieder eins verkaufe. Ja, und hier steht dann halt immer das, was im Pool drin ist. Das ist halt der Stereo Future Mode. Es gibt aber halt nichtsdestotrotz auch den Stereo Hedge Mode, Entschuldigung, den Single Hedge Mode. So, der sieht dann so aus. Alles ein bisschen anders dann plötzlich. Jetzt liegen die natürlich genau übereinander. Ich versuche mal nur eine reinzukriegen, die einzeln ist. So. Das wäre dann die hier. Das hängt hier alles ein bisschen zu eng zusammen gerade. Sehe ich das richtig? Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt, ne? Weil hier, es bewegt sich halt leider gar nicht. Also ich bräuchte mal irgendwie 10 Punkte Abstand, weil so liegen die einfach tatsächlich übereinander, weil die halt genau hier, weil der halt keine halben Punkte hier macht, sondern nur ganze Punkte, der Stereo Trader. Und deswegen sieht man die jetzt so nicht. Beziehungsweise ich könnte aber, ey, das gibt's doch jetzt nicht, oder? Dass der jetzt hier genau auf der Stelle steht. Ich könnte höchstens noch so. So sieht man es ein bisschen besser. Ne? Hier im Stereo Hedge Mode kann ich halt generell gleichzeitig Short und Long gehen. Das kann ich im Stereo Future Mode nicht. So, und das heißt aber hier auch im Hedge Mode, dort verwalte ich ja alle Positionen einzeln. Ne? Also genau wie sie hier unten drin sind auch, habe ich hier halt alles Mögliche einzeln dann halt auf dem Schirm. So, wer das mag. Was habe ich denn jetzt hier eingestellt? Stereo Hedge, ich bin ja auch ein bisschen dämlich manchmal. So, Single Hedge wollte ich einstellen. Also mal kurz vergessen, was ich gesagt habe. Das war der falsche Modus. So, jetzt bin ich beim richtigen. Single Hedge. Also hier habe ich die ganzen einzelnen Positionen, ne, für jedes einzelne Stop-Loss, Take-Profit. Macht mit der einen oder anderen Strategie Sinn fürs Day-Trading? Meines Erachtens nicht unbedingt. Und aber in diesem Modus, wenn ich in dem Modus halt aktiv bin, dann könnte es tatsächlich sein, mal gucken, was wir hier hinkriegen, das kann das ja mal versuchen, dass man die Positionen dann halt auch vom Handy aus und so weiter, Stop-Loss und so weiter ändern kann. Ich habe es nie probiert, muss ich offen gestehen, mache ich jetzt einfach mal. So, die muss ich jetzt erstmal die passende suchen.
Wir einfach mal den untersten Stop-Loss. So, das ist hier oben die, ne? So, und das heißt, wenn ich jetzt hier Stop-Loss ändere auf zum Beispiel 26.700, mal gucken, ob das funktioniert. Theoretisch ja, ist nur nicht aktualisiert worden. Also man sieht, der Stop, ah ne. Ja, das liegt aber jetzt, glaube ich, an was anderem. Das liegt jetzt daran, weil das die letzte. Moment, ich versuche das mal nochmal. Also, und klicke dann aber zwischendurch mal auf eine andere Order, weil die war jetzt halt hier die Order in dem Edit-Fenster geändert. Und da kann es natürlich sein, dass er die jetzt nochmal das entsprechend angewendet hat. Deswegen klicke ich jetzt mal auf irgendeine andere Position hier und ändere es dann mal. So, 26.700. Nee, will er auch nicht. Also, dann leider doch nicht, sondern man sieht, man hat jetzt hier auch gesehen, ne, das springt halt immer wieder zurück auf den Wert, der halt hier eingestellt ist. Also, funktioniert leider nicht. Aber es gibt. Das wäre nicht der Stereo-Trader, wenn es da nicht doch noch irgendeine Lösung gäbe. Ich stelle hier aber erstmal kurz um. Was man aber machen kann, wenn man das jetzt zum Beispiel partout halt nicht möchte, ja, also dass halt extern die Position, dass halt extern die Position geändert wird. Also grundsätzlich ist es ja halt richtig und auch, finde ich, eine gute Sache. Aber was man halt machen kann, wenn man das halt irgendwie meiden möchte, Klick aufs Logo. Strategie und dann halt zum Beispiel halt hier einen Strategienamen angeben, ja, zum Beispiel halt, was weiß ich, meine Strategie, Strategie, ja. So, und sobald ich halt einen Strategienamen vergebe, ich mache es jetzt halt nicht, ne, aber halt generell ist es dann so, dass dann, wenn ich am Handy zum Beispiel jetzt irgendwie eine Position irgendwie aufgebe, dass die dann halt vom Stereotrader nicht übernommen wird, sondern er nimmt immer nur die Positionen, die halt entsprechend keinen Strategienamen haben. Und das hier dient ja dazu, dass ich halt mehrere Sachen voneinander isolieren kann, also mehrere Strategien gleichzeitig halt mit völlig unterschiedlichen Ansätzen, ohne dass die ins Gehege kommen, egal ob Long oder Short. Und da kann ich das halt komplett separieren. Sekunde mal eben. Ich hatte gerade kurz einen Frosch im Hals, sorry. Also, damit geht es dann halt auf jeden Fall natürlich auch. So. Okay. So. Also, das Problem ist halt, also generell, ich habe mir das, muss ich halt auch gestehen, auch schon ein paar Mal gewünscht, dass man das halt ändern kann. Aber das ist halt, ja, das birgt halt echt jede Menge Konfliktpotenzial, wenn halt der Stereotrader dann irgendwie gucken soll, was sich außerhalb geändert hat. Und im Allgemeinen ist dann eher so, dass der dann aussteigt, weil er dann sagt, ey, Moment mal, da stimmt was nicht, da fuscht jemand in meinem Trade rum und ich will das nicht, ne? Und weil das halt umzusetzen, ist halt wirklich leider absolut gar nicht ohne. Wenn man natürlich jetzt nur eine Position drin hätte, dann wäre das natürlich ganz problemlos machbar. So, aber viele, die mit dem Stereo-Trader arbeiten, gehen ja wirklich hin und skalieren halt Trades. Das heißt, ich habe ganz oft dann halt eben eine Position oder beziehungsweise einen Trade, der aus mehreren Positionen dann halt besteht. Und dann halt irgendwie rauszufinden, welche jetzt da gemeint war, das ist halt leider nicht so ohne. Sonst wäre das natürlich schon längst drin. Also, gut, so Anfängerfrage von dem Tobias. Warum verschwindet meine Limit Order, wenn ich den Chart wechsle oder den Stereo Trader schließe? Also, der Stereo Trader kennt grundsätzlich zwei Arten von Orders. Ja, war dann doch gut, dass wir hier das Webinar gemacht haben, ne? Es wäre schon wieder glatt teuer geworden oder zumindest hier auch nur Break-Even raus. Nee, weil ich ja vorhin dachte,
Am Anfang habe ich hier gemeint, so das teures Webinar, weil irgendwie das war der Short, auf den ich gewartet habe, aber steht eh schon wieder am Anfang. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass ich heute keine Zeit mehr habe zum Handeln auch. Also, warum verschwindet meine Limit Order? Das liegt einfach daran. Also, ich habe ja hier, ich bin jetzt wieder zurück im Stereo Future Mode und da habe ich halt hier ein Panel, das heißt New Order. So, und dort kann ich ja einstellen. Hier gibt es so einen Knopf, der heißt MIT. MIT heißt Market If Touched. Das heißt, wenn ich hier eine Order aufgebe, nicht Position, ne, sondern Order. Ich weiß, das wird ein MetaTrader gerne mal verwechselt, aber eine Order ist eine Order, eine Position ist eine Position. Das sind zwei Paar Schuhe. Und wenn ich hier eine Order aufgebe, also eine Pending Order, wenn man es genau möchte, ne, hier oben irgendwie so. Und dann sieht man, wenn ich jetzt wieder hier in. Hätte ich ja kurz eigentlich auch auflassen können, ja, ne? Dann sieht man, da ist keine Order. Und das hängt einfach damit zusammen, weil die Option MIT hier eingeschaltet ist. Das heißt, solange der StereoTrader läuft, managt der dann halt diese Orders, die das Attribut MIT haben, ne? Das heißt, der guckt jetzt, wenn der Kurs da ist oder halt hier zur Limit Order kommt, dann führt der StereoTrader entsprechend die Order aus. Der Riesenvorteil ist natürlich, dass ich solche Geschichten habe wie Limit Pullback oder kann halt entsprechend halt hier mit ganz anderen Attributen halt noch arbeiten, jetzt ohne auf die ganzen Attribute im Detail einzugehen. Und das geht mit normalen Orders halt nicht. So, und der Nachteil, je nachdem, ist dann halt natürlich, wenn ich den StereoTrader jetzt schließe, dann sind die Orders natürlich nicht mehr vorhanden, ja, weil der StereoTrader ist zu. Und damit entsprechend sind dann halt auch die Orders dann halt weg. So, wenn man jetzt aber halt nativ arbeiten möchte, dann kann ich hier einfach MIT ausschalten. Und dann sieht man, sobald ich jetzt eine Order aufgebe, ne, erscheint die auch hier unten ganz normal in der Form. Ne, das heißt, da liegt die dann halt beim Broker. Und wenn ich jetzt den StereoTrader dazu mache, so, und das Ding wieder aufmache, dann sind natürlich die Orders auch alle da. Ja, so. Aber wie gesagt, wenn ein MIT eingeschaltet ist, funktioniert es nicht. Jetzt könnte man natürlich hingehen und könnte sagen, ja, aber trotzdem könnte man die Order speichern. Ja, das Problem ist nur, wenn zwischendurch der Kurs wo ganz anders steht und dann würde ich plötzlich gefillt werden, möglicherweise. Und vielleicht will ich das ja dann gar nicht mehr. Vielleicht habe ich ja den StereoTrader irgendwo auf irgendeinem Rechner vor 2 Monaten zugemacht. Und hatte da noch Orders drin und dann gehen plötzlich irgendwelche Market Orders auf und dann habe ich ein Problem. Und deswegen wird es halt auch nicht gespeichert. Ne? Wie gesagt, hat natürlich Vor- und Nachteile. Also so liegen die Orders halt drin. Das heißt, ich muss den StereoTrader nicht laufen lassen. Aber wie gesagt, solche Features wie Limit Pullback und so weiter funktionieren dann halt nicht. Ne? Bei der Stop Order wäre es jetzt nicht so tragisch. Die hat nicht so viele Optionen, aber halt bei der Limit Order. Dann halt schon. Das ist ja nach wie vor eine von den beliebtesten Features im StereoTrader, die Limit Pullback. Und das wäre dann natürlich dann halt an der Stelle ausgehebelt. So, und das ist halt eben der Grund. Also, wie gesagt, wenn es eingeschaltet ist, wird es vom StereoTrader verwaltet. Und wenn es deaktiviert ist, kann es auch mischen hier verschiedene Orders. Und dann werden die vom Broker entsprechend gemanagt. Das ist der Grund. Tobias, soweit okay? Ich gehe mal davon aus. Gut. So, ja. Okay. Gut. Haben wir noch Fragen? Weil das ist ja heute sehr überschaubar, was mich sehr Wir haben freut. noch ein paar Fragen tatsächlich. Verdammt. Nein, Und weil ich zwar mir gedacht. war noch die Frage bezüglich der Uhrzeit, ob man diese in der lokale Zeit eingeben kann oder muss in den Einstellungen bezüglich Pivotberechnung etc. oder Brokerzeit. Nö, dafür ist es ja da, ne? Also ich meine, man gibt ja hier keine Zeit ein, sondern man teilt ihm ja mit, wie die Zeit zu berechnen ist, ne? Das heißt, hier oben sollte in jedem Fall schon die lokale Zeit halt stehen. Weil ansonsten gibt das alles hier keinen Sinn. Ich kann die natürlich verstellen,
Also, wenn ich das halt unbedingt möchte, ne? Aber generell ist das ja so aufgebaut, meine Zeit setzt sich ja aus den vier Parametern zusammen. Ich muss dem also einmal mitteilen, meine lokale GMT-Zeit, beziehungsweise UTC ist, glaube ich, eh das gleiche in dem Fall, und halt die Server-GMT-Zeit. So, und dann halt die Sommerzeitregelung von mir hier lokal, das ist natürlich EU, und bei den Servern ist es meistens halt USA, New Yorker Sommerzeitregelung. Und das heißt, aus diesen vier Geschichten strickt der Steotrader dann halt entsprechend die Uhr halt hier oben und ermittelt dann auch die Werte. Ja, das heißt, klar kann man es dann halt verstellen, wenn man das unbedingt möchte, dann ist die Uhr halt permanent rot. Aber halt, wenn es auf lokale Zeit eingestellt ist, und es wird ja intern eh umgerechnet alles, ne? Aber da muss ich mich halt eben nicht damit rumschlagen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich will irgendwie um 21:59 Uhr aus dem Markt raus, da muss ich nicht überlegen, oh, welche Zeit ist das denn auf meinem Server? Und gerade jetzt, wo die Sommerzeitumstellung wieder kommt, beziehungsweise auf die Winterzeit, dann wird es halt immer haarig, ne? Und so passt es dann halt einfach. Muss ich mir da keine Gedanken drüber machen, sondern bin immer in der lokalen Zeit unterwegs. Das macht es halt schon ein bisschen einfacher, finde ich. Wie ist die Einstellung für die volle Eurex-Session? Ja, das haben wir uns irgendwie auch schon ein paar Mal gefragt. Das könnte der Timo besser beantworten. Aber ich glaube, das ist tatsächlich 2:15 Uhr bis 22 Uhr. Gibt es irgendwo eine ausführliche Anleitung zu den Clusterfunktionen? Da fällt mir tatsächlich gerade ein, ich wollte heute noch mit dem Frank Eschmann telefonieren. Das ist nämlich derjenige, welche, der das in Zukunft in die Hand nehmen wird und nur auf das Thema oder hauptsächlich auf die strategische Order eingehen wird. Und da werden wir auch das ein oder andere Webinar. Da ist er doch. Guck mal, Frankie. Wollten wir dich heute telefonieren? Irgendwas war doch da, ne? Oder wann war das? Habe ich das verschlafen oder warst du das diesmal? Nee, aber da werden wir auf jeden Fall was machen, weil das natürlich so ein Thema ist, was halt wirklich wahnsinnig interessant ist. Und der Frank ist da halt irgendwie schon ganz lange dran und hat sich da halt sehr, sehr viel mit befasst. Und also gemeint ist halt hier die strategische Order, wo man dann halt entsprechend hier mit Clustern und so weiter halt den Markt mehr oder weniger visuell komplett eigentlich einfangen kann und was wohl auch sehr gut gelingt im Forward-Test, ja, seit einem Jahr, ne? Und ja, Cluster-Webinar seit einem Jahr, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben das schon länger vor. Und wir werden es auch machen. Also das ist nicht die Frage, ob, es ist eigentlich nur die Frage, wann. Und das ist eigentlich alles. Und aber wie gesagt, es ist halt generell komplex ist relativ, ja, was heißt komplex? So komplex ist es, glaube ich, gar nicht. Und vielen fehlt da, glaube ich, eher so die, wie soll ich sagen, die Gewohnheit oder das Vertrauen, auch mal anders zu handeln, ne? Weil das ist ja halt ein ganz anderer Handelsansatz, den man ja so auch nirgends findet. Und aber das muss man natürlich auch irgendwie mal ein paar Monate irgendwie auch mal machen, um da halt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das irgendwie gut ist oder schlecht. So mein persönlicher Eindruck von vielen Momentaufnahmen, muss ich aber da auch immer ehrlicherweise sagen, ist der, dass ich mich jedes Mal frage, warum handle ich überhaupt normal? Weil es halt wesentlich entspannter ist, halt hier mit dem Cluster Trading halt, ne, also hier an Start zu gehen. Also nur ganz in Kürze. Sieht halt so aus, ich kann halt hier Zonen, Entschuldigung, definieren. Ja, jetzt hier zum Beispiel kann ich halt mir so ein Rechteck erzeugen und sagen, ja gut, hier oben, das ist mein Markt. So, als Beispiel auf 15 Minuten. Und ich sage hier oberhalb vom POC, ja, jetzt halt nur mal ganz blind, oberhalb vom POC, da wäre so ein Bereich von da bis meinetwegen hierher. Da würde ich halt irgendwie eher shorten. Das heißt, ich kann halt dieses Cluster, kann ich dann jetzt halt als Short definieren und dann halt einfach das Ganze zuordnen. Zack. So, und umgekehrt mit Long natürlich auch. Ich kann auch irgendwie Linien zeichnen, auch Diagonalkram und kann sagen, gut, ab hier fängt halt immer der Trigger an, halt irgendwie für Long. Ja, da kann ich halt hier sagen, Long Hold. Das heißt, da fängt er dann halt immer an,
halt nach dem jeweiligen Algorithmus, der hier eingestellt ist, dann halt Long Orders in den Markt zu geben und hier oben entsprechend Short. Ich kann halt sagen, wo ich flat bin und so weiter und so fort. Ne? Und so kann ich halt den ganzen Markt eigentlich ganz gut einkesseln und muss das eigentlich nur aktivieren, die ganze Geschichte, und dann ab und zu mal drauf gucken. Und dann sollte am Ende des Tages irgendwie, wenn man nicht alles, ganz alles falsch gemacht hat, dann auch irgendwie plus irgendwie eine Regel dann draufstehen. Klar muss man es natürlich schon dem Markt vernünftig anpassen. Man legt nicht irgendwo irgendwas hin. Aber halt, wenn man wie hier zum Beispiel, auch wenn ich es gesagt habe, hier einfach mal ganz blind, ja und nein, ne, hier, das ist ja schon eine Widerstandszone hier. Ne, das ist ja ein paar Mal irgendwie nicht drüber gelaufen. Von daher macht dann so eine Geschichte schon Sinn. Ja. Dann halt hier zum Beispiel an so einer Stelle dann zu sagen, na gut, da oben ist halt irgendwie, da gehe ich halt short. Ne, und immer wieder auch. Und kann das entsprechend hier kombinieren mit einem Algorithmus, kann den Algorithmus auch selber komplett einstellen, in welchem Raster halt zum Beispiel dann halt wieder ein Grid eröffnet wird. Aber grundsätzlich ist es so, sobald er jetzt hier reinläuft, würde dann halt hier so ein Grid halt gesetzt werden. Ne? Das heißt, aber dann immer dann hier oben in dem Bereich von dem Cluster. Ne? Und würde das natürlich auch immer wieder auflösen. So, und der Vorteil ist natürlich, ich habe bei so einer Geschichte, habe ich halt hier nicht einfach blind im Punkteabstand jetzt irgend so im Grid sitzen, und auch in Kombination mit der Limit Pullback passiert es auch nicht, dass der hier einfach durchrauscht und ich dann halt irgendwie einen Margin Call oder so kriege, sondern die Orders sind alle verkettet, und das ist halt das eine. Das heißt, wenn der Kurs hier durchrennen würde, würde das ganze Grid mit nach oben laufen. Und so verteilt sich das halt immer gemessen an der Volatilität dann halt irgendwo im Markt, die ganze Geschichte. Und deswegen ist es halt wirklich schon recht klug, sowas halt auch einzusetzen. Ne? So, aber wie gesagt, wie man schon merkt, ne, ich versuche nur, selbst wenn ich hier gerade nur die ersten Basics davon halt irgendwie nenne, das geht schon sehr in die Tiefe, und da muss man halt schon ein bisschen genauer drauf eingehen, und da wird auch ein Webinar nicht reichen für so eine Geschichte. So, ja, ich weiß, das ist noch recht dünn, das Material, was es dazu gibt. Deswegen will ich das ja auch unbedingt machen. Frank, wir telefonieren morgen, einverstanden? Und machen mal ein paar Webinartermine irgendwie mal dafür aus. So, dann fragt noch der JD, wo ich nie weiß, wer es ist. Ich habe es ja schon ein paar Mal irgendwie gemerkt. Aber ob die EMAs und so weiter auch nach den Zeiten berechnet werden. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Es ist nur so, dass alles, was halt, stimmt das? Muss ich selbst überlegen. Alles, was halt mit Indikatoren, also hier mit Add-ons und so weiter berechnet wird, das wirkt sich auf die Zeiten aus. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, würde es aber nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber grundsätzlich nicht. Ne? Also wenn ich einen normalen Indikator hier über einen Stereotrader, über einen Metatrader einfüge, hier zum Beispiel Indikatoren, hier so ein Trend, so ein EMA 200, der bemisst dann halt alle Kerzen. Ne? Das heißt, der klammert die Zeiten halt leider nicht aus. Das ist halt schon richtig. Da geht es halt in erster Linie halt um die Indikatoren, die halt hier im Chartpanel zu finden sind. Also das alles, ja, aber halt die Standard-Sachen vom Metatrader nicht. Gut, Nelson? Ja, oben haben wir noch zwei Fragen. Was? Wo? Wo ist der mal? 18.13 Uhr ist noch eine. Gibt es Tastenkombinationen, mit denen man Cluster-Trading einstellen, Grenzen verändern kann? Tastenkombinationen leider nicht. Es wird wohl in der Zukunft mal was kommen, wo man zumindest irgendwie Trades auf und zu machen kann mit Tastenkombinationen und damit halt auch mit externen Controllern. Aber halt jetzt speziell fürs Cluster Trading halt nicht. So ein Vorhang gezogen vor die Kamera, man sieht den nicht mehr. Bitte, was habe ich gezogen? Den Vorhang da vor die Kamera, man sieht dich nicht mehr.
Mein OBS, das spinnt heute. Die ist vorhin schon mal ausgestiegen hier, die Kamera. Weiß auch nicht wieso. Das ist echt so ein bisschen doof. Bisschen nervig, ne? Sollte so natürlich. Huch, jetzt sieht man gar nichts mehr. Ne? Jetzt habe ich alles richtig gemacht. Podcast hier. Ja. Nee, keine Ahnung. Die will gerade nicht. Hallo, hallo. Nee. Die Okay, hat keine Lust mehr. hast ja bis morgen, hast du das gefixt. Ja. Mit Sicherheit. Und über der Frage, die du gerade vorgelesen hast, ist auch noch eine. Also ja, genau. Also hier kann man einstellen, dass die Linienbezeichnungen am Tag mitscrollen, damit man weiß, welche Linie was bedeutet. Das machen die doch eigentlich sowieso. Ne? Also solche Linien, die, ich meine, klar, die Beschriftung ist halt links, ne? Und aber generell ist die Position ja eigentlich eh automatisch festgelegt. Behaupte ich mal. Ach Mann, ey, immer muss irgendwas nicht funktionieren. Das ist unglaublich. Ja, gut. Nächste Frage. Wie? Wir haben noch Wo? Ich sehe nichts. eine Frage von Manfred, 18:36 Uhr, bezüglich POC. Wann werden die Point of Control und Value Area Werte für den aktuellen Tag? Ja, genauso mit der Einstellung hier auch, ne? Das heißt, das, was ich da einstelle, das ist auch die Berechnung entsprechend hier für das integrierte Profil, ne? Die werden danach gerechnet. Wobei man aber hier immer dazu sagen muss, das integrierte Profil ist nicht so genau wie das VPOC Add-on, weil ich habe hier bei der Profilberechnung, deswegen kann das schon mal im Punkt 2 auch irgendwo abweichen, ne? Wenn ich das jetzt mit einer anderen Future-Plattform als Beispiel vergleiche. Das liegt nicht daran, weil er falsch rechnet, sondern weil er ein bisschen bequemer rechnet. Nämlich das Ding geht halt hin und mittelt quasi immer das Volumen von einer Minute. So, also über den Tag verteilt spielt es dann meistens überhaupt keine Rolle mehr, dann passt es halt schon, ne? Aber halt, das wird immer nur pro Minute wird halt die Range genommen und die wird dann halt in das Profil umgerechnet. Das heißt, es wird nicht jeder einzelne Tick beziehungsweise jedes einzelne Volumen, was da halt reinkommt, wird da halt genauestens gemappt hier, sondern hat entsprechend, wie gesagt, immer im Minutendurchschnitt. Aber halt, wie gesagt, im Laufe des Tages macht das nicht mehr viel Unterschied, aber mit dem VPOC, mit dem Add-on, dort läuft das halt natürlich ein bisschen anders. Und deswegen, wenn ich das halt drauf habe, ich weiß es hier nur nicht, ob ich die richtige Version habe, deswegen traue ich mich gar nicht, das irgendwie drauf zu machen. Ich vermute nämlich nicht. Und dort weichen dann halt die Darstellungen schon mal ein bisschen ab. Ne? Und das liegt aber daran, weil das entsprechend halt ganz exakt berechnet wird. Und dort sind auch die Zeiten dann halt immer auf den kompletten Future Handelstag dann halt gelegt und die sind wiederum nicht von den Profilzeiten hier abhängig. Ne? Also nochmal, hier das interne Profil, das wird gerechnet nach den Zeiten, die hier stehen. Und das VPOC Add-on, wenn das drauf ist, das rechnet den gesamten Future Tag, Handelstag. Der Lutz fragt, ob du jetzt ganz kurz die Zeiteinheit ändern könntest. Genau. Ja. So, dann haben wir noch eine letzte Frage. Dann haben wir es geschafft für heute. Von Reinhard von 18:18 Uhr. Der Reinhard. Ja, also VPOC mit dem NG-Range, das kann sein, dass sich das wirklich nicht verträgt. Und ja, bei der Umschaltung müssen wir uns angucken. Also wenn es da halt irgendwie, da bin ich halt leider der falsche Ansprechpartner. Also wenn es immer ist, immer soll es natürlich nicht sein, ne? Dass es halt irgendwie
Stress macht. Ich kann es ja mal hier irgendwie draufziehen. Aber wie gesagt, ich glaube fast, ja, ich habe es befürchtet. Ah ne, doch, da ist er. Ich weiß trotzdem nicht, ob das jetzt halt wirklich aktuell ist, so dass es halt zur Serverversion passt. Also das hier ist das VPOC, nur noch mal kurz zur Erklärung. Dort habe ich natürlich noch ein paar Informationen mehr drin und das ist halt akkurat berechnet. Und hier sieht man auch hier sieht man es gerade. Ja, da ist halt irgendwie, ist die Abweichung halt, habe ich hier einen Punkt. Point of Control ist da halt ein Unterschied. Die VA halt auch ist halt auch irgendwie 2 Punkte auseinander unten zumindest. Das liegt eben daran, weil das VPOC genauer gerechnet ist. Und ich habe halt ein VWOP halt hier auch entsprechend noch drin. So, und dann ist halt die Frage mit der Zeit, Quatsch, mit der Umstellung vom Timeframe. Also bei mir muckt hier jetzt irgendwie nichts. Wie man sieht, ist eigentlich problemlos. Ja, deswegen, also da vielleicht, wie gesagt, einfach mal irgendwie einfach nochmal eine Version. Ich habe hier auch VPS Server 2012, ist bei mir genau das Gleiche. Aber ich würde trotzdem dann halt irgendwie mal die aktuelle Version einfach mal drüber spielen. Also über den Installation Manager nochmal einfach nochmal drauf bügeln, damit man halt wirklich sicher ist, dass es halt auch aktuell ist. Weil wir machen natürlich auch schon mal Aktualisierungen im Hintergrund. Also gerade bei der, ich weiß, dass der Timo, der das programmiert hat, dass der halt hier auch noch mal was optimiert hat mit der Abfrage, so dass das halt irgendwie, ich glaube, asynchron läuft oder halt zumindest das nicht immer direkt irgendwie alles einfriert, wenn die Daten mal gerade nicht kommen. Und das macht halt schon Sinn, ne? So, jetzt stehen die Zahlen noch ganz links. Ja, klar, ich meine, wo sollen sie auch hin? Ich meine, klar stehen die Zahlen ganz links vom Volumenprofil. Wo sollen sie hin? Das ist halt das Problem. Ich brauche ja auch nicht unbedingt immer. Also ich meine, wenn ich so eine Auflösung habe, ne, weil die Rede ist gerade davon halt hier, dass das Zahlenwerk vom Volumenprofil nicht sichtbar ist, klar. Aber wenn ich mit so einer Auflösung fahre, ich glaube, dann habe ich irgendwie wenig Interesse daran, wie viele Kontrakte da jetzt irgendwie gerade tatsächlich drin sind, sondern dann bin ich eben Scalping. Und dann ist es auch nicht so wahnsinnig wild. Ansonsten, wenn man eine normale Darstellung hat, sieht man das Ganze ja. Ne? Klar, auch wenn es hier mal hinter den Kerzen verschwindet. Das ist halt so. Ne? Es ist halt nicht immer Platz im Chart für alles. So. Okay. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Fragen. Ansonsten jetzt ganz schnell noch reinschreiben, falls wir eine übersehen haben oder haben. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, nochmal die Frage zu stellen. Was, der Timo? Was? Was? Was sagt der Feigling? Warum? Was habe ich getan? Hast du wegen draufziehen wahrscheinlich? Nein, nein, wie du siehst, hat das ja. Nein, 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 Quatsch. Alles gut. Es ist ja dazu, ich meine, ne, gerade bei dem Webinar, da geht es ja darum, halt irgendwie halt auch Fehler und so weiter ja auch mal zu finden. Und beziehungsweise das Hauptproblem, ne, ist im Support, das kann der Nelson bestimmt bestätigen, dass wir halt oft einfach auch Sachen überhaupt nicht nachvollziehen können. Ne? Und hier kann man natürlich dann halt wesentlich direkter dann halt auch mal drauf einsteigen und wenn dann halt irgendwo was knallt und dann ist das ja umso besser, weil dann sehe ich es ja halt, dann kann man ja auch entsprechend drauf eingehen. Das ist ja hier nicht irgendwie eine Modenschau, ne? Wo halt irgendwie alles schön und toll sein muss. Nein, hier geht es ja darum, Probleme zu finden, egal ob die jetzt halt in der Anwendung sind, ne? Also von dem, der es anwendet oder halt in der Software selber. Also deswegen ist auch grundsätzlich mein Motto, ich bin immer froh, wenn ich schuld bin. Da muss ich auch keinen anderen fragen, um es aus der Welt zu schaffen, sondern kann es dann halt entsprechend selbst machen. So, tatsächlich hatte Manfred die Frage, die jetzt nochmal wiederholt reingestellt hat, auch schon vorher reingestellt. Deswegen, wenn du Gibt es sie. Statistiken zum POC als Zielwert? Ja. Da, nee, also verstehe ich die Frage leider nicht. Also vermutlich vom Handelsansatz, ne? Da kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Also. Wenn das damit gemeint ist, da würde ich dann erstmal eher mal irgendwie den Orkan mal befragen oder auch den Heiko,
Aber vom Orkan ist ja halt das Add-on, beziehungsweise ist mit ihm ja zusammen entstanden. Da wäre er schon der passende Ansprechpartner. Gut. Okay, ja, Aufzeichnung gibt es, kann ich mal vorab schon beantworten. Sollte jetzt im Laufe der Woche wahrscheinlich schon morgen online sein. Ja, wir sehen uns ja morgen früh schon wieder, ne? Meine Ja, Güte. ich freue Ja. mich, Dirk. Ja. Da freut er sich, ja. Da muss ich mich. Gut, nee, ja, genau, Lutz. Morgen Es ist morgens 7:45 Uhr, ne? manchmal schwierig, anständig auszusehen. Das ist das Problem. Es geht eigentlich abends einfacher. Also hast du gehört, Aber. ne? Der Lutz hat die Uhrzeit reingeschrieben, 7:45 Uhr morgen. Ja. Lutz, kannst du schon mal machen. Ich komme dann um 8:45 Uhr dazu. Nein, damit Das es keine passt. Verwirrung gibt, morgen 8:45 Uhr geht es dann hier an der Stelle weiter. 7:45 Uhr ist in der Regel mit Thorsten. Gut, Genau, dann, so Dirk, sieht ich es verabschiede aus. mich schon mal, damit du das Schlusswort hast. Ich bedanke mich bei dir natürlich, dass du für uns dir die Zeit genommen hast für die Fragen und natürlich an die Teilnehmer. Ich freue mich immer sehr, dass bei dem Helpdesk-Webinar so viele anwesend sind. So können wir natürlich sehr vielen Leuten helfen. Wünsche natürlich einen schönen Abend und ja, vielleicht dann bis morgen Vormittag. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne dann. Bis morgen. Dirk. Genau. Ja, von meiner Seite auch danke. Danke, Nelson. Danke an deine Kollegen natürlich und an die ganzen Teilnehmer hier. Wir sehen uns morgen früh. Also alle früh aufstehen, 8:45 Uhr, Live-Trading und hier zur DAX-Eröffnung. Und da werden wir versuchen, dass wir den Markt da ein wenig zerlegen können für den Rest des Tages und dann halt auch vielleicht im Live-Trading gleich auch was mitnehmen. Wäre schön, wenn halt das Ganze nochmal gut besucht ist. Ist es ja halt auch meistens. Und ich versuche auch ausgeschlafen zu sein und wenn ich nicht allzu viel da halt übersehe. Und ja, wie gesagt, ich freue mich bis morgen und euch auch Drei allen. Tage Bad. Ja, das sowieso, ja. Schönen Abend in die Runde, ne? Bis dahin, danke. Tschüss zusammen. Tschüss, Timo.